Servus, ich bin euer Heubi von den Franconian Vipers und wie ihr seht schon auf der IWA mit dabei habe ich heute den Lauch und den Bauch. Und wir schauen uns mal an, was es heutzutage alles so im Airsoft-Bereich Neues gibt. Herzlichen Dank geht an dieser Stelle raus an Airsoft-Tipps und an GSG, mit dieser Hilfe wir hier sein dürfen. Und ja, viel Spaß auf der IWAT 2018. Wir haben nichts an! FV! Danke! Friede! Servus Leute, hi. Ich bin der Lauch von den Franconian Vipers und wir sind jetzt momentan bei Classic Army und ich zeige euch jetzt einfach mal die Scarp ABR und die RAC. Das sind Produkte, die sind schon komplett fertiggestellt. Da warten wir eigentlich nur noch, dass sie auf den Markt kommen, auf den Markt erscheinen. Und zwar, was gibt es Großartiges zu sagen? Von der Gearbox her haben wir eine V2 Gearbox verbaut mit einer Art ETU EFCS System. Ansonsten alles kompatibel zu V2. Wir haben einen Innenlauf von der 6,03 auf einer Länge von 354 mm. Wir haben hier eben diese drei Versionen. Einmal in der langen, kurzen und mittleren Version. Ich nehme jetzt einmal die ABR zur Hand. Die ist sehr schön verarbeitet. Sie ist sehr, sehr schwer. Also angegeben wird sie jetzt hier mit 3150 Gramm. Kommen aber ein bisschen schwerer rüber. Von der Auslastung her ist es sehr, relativ schön gehalten. Was ein bisschen nicht schön gelöst ist, ist das Akkufach. Und zwar muss man, um ans Akkufach zu kommen, die untere Rail entfernen. Das heißt, man darf immer die Rail abschrauben und den Akku einbringen, damit man ihn einlegen kann. Das dazu. So, hier haben wir noch die ARS410 in Grey und in verschiedenen Formen. Warum jetzt ja ausgerechnet wir nochmal auf die schwenken, ist ganz klar, es ist eine M4. Muss man einfach zeigen. Nein. Wir haben den Stock nochmal, hier unterschiedliche, und wir haben jetzt schon gerade einmal die Scarp gesehen und bei der ist so, die wird auch erhältlich sein mit den normalen AR-15 bzw. M4 Stocks. So, wir haben hier noch einmal die M132 Minigun, die haben wir auch schon letztes Jahr auf der IWA gesehen. Mensch! So, wir haben hier einmal noch die X9 Proline. Also die ARP9 sozusagen, ja, fast 1:1 dasselbe. Dann haben wir jetzt schon so viele M4s gesehen und ganz ehrlich, wenn euch eine M4 nicht ausreicht, dann holt euch die. Die hat zwei Läufe und auch wenn ihr nichts trefft, gern die Waffe, weil mit zwei Läufen trefft ihr bestimmt was. Was ganz noch nice to know ist, es sind zweimal Gearboxen, die aber auf einen Trigger agieren.